Die Kunstkammer gilt gemeinhin als Vorläufer der heutigen Museen und die Wiener Kunstkammer ist die älteste Sammlung. Der Habsburger reicht zurück bis ins Mittelalter, als man Schätze angehäuft hat in den sogenannten Schatzkammern. In der Renaissancezeit hat man dann auch sich mehr auf das Preziöse, auf den Kunstcharakter der Objekte verlegt und so kam es dann auch zur Gründung, zur Sammelform einer sogenannten Kunstkammer, ausgehend von den Studioli der Medici in Florenz, haben dann sehr bald zu Ende des 16. Jahrhunderts auch die Habsburger solche Kunstkammern eingerichtet. Hierbei ist besonders zu nennen Erzherzog Ferdinand II. Von Tirol, der auf Schloss Ambras bei Innsbruck seine berühmte Kunstkammer eingerichtet hat. Und die zweite bedeutende habsburgische Kunstkammer war sicherlich jene von Kaiser Rudolf II., der diese legendäre, unermesslich reiche Sammlung am Hradschin in Prag angelegt hat. In der Kunstkammer hat man versucht, die Welt im Kleinen darzustellen, die Welt als Mikrokosmos, der Herrscher als Beherrscher dieser Welt.